Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Zeil Survival auf meinem Kanal. Und zwar habe ich ein schönes Päckchen von Victorinox bekommen. Und da ist was ganz Besonderes drin. Das will ich euch jetzt mal gleich zeigen. Und öffnen werde ich das hier mit dem kleinen Walter. Das wohl kleinste Walter, was es gibt, das Mini. So, dann schauen wir mal, wie das aufgeht. Was haben wir dann hier? Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was da drin steht. Das ist von Victorinox. Na, so eine Ansichtskarte. Danke, merci, gracias, thank you, gracias, Victorinox. Und wie ihr seht, hier ist die Rechnung. Das Klimber 91 mm Spezialweihnachtsmesser. Also das ist das zweite Weihnachtsmesser, was dieses Jahr rauskommt. Ja, hier so Verpackungsmaterial und dann haben wir hier die Verpackung. Das ist eine Sonderedition. Und zwar gibt es von diesem Messer weltweit nur 5000 Stück. Hier steht's. So. Christmas Knife. Dann packen wir es mal aus. Das ist das Modell 1884, die Nummer. Jetzt schaut euch mal diese Griffschalen an. Und dann steht hier hinten so: All you wish for your Christmas 2016. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Ich mache aber nachher noch ein paar Bilder und dann könnt ihr die alle mal separat sehen. Und wie ihr seht, hier ist auch schon der Schraubendreher, der Minischraubendreher am Korkenzieher dabei. Das ist alles serienmäßig. Wahnsinn, Wahnsinnsgriffschalen. Tolles Messer. So, dieses Messer besitzt, also machen wir mal auf, den Korkenzieher. Und hier haben wir dann den Minischraubendreher für so Elektrosachen. So an Handy und so sind ja immer kleinere Schrauben dran und andere Sachen. Und dann hier der Schlüsselring ist. Gilt bei Victorinox auch als Werkzeug. Dann haben wir hier den Pakethaken. Und hier haben wir die Näh-, Bohr- und Stechahle. Kommen wir zu dieser Seite. Hier haben wir die Klinge und hier die kleine Klinge. Und dann haben wir noch eine Schere
Wie gesagt, ich zeige es näher noch mal deutlicher in ein paar Bildern. Üblichen Verdächtigen, der Dosenöffner mit dem kleinen Schraubendreher. Und dann hier den Kapsleber mit dem Kabelabisolierer und den großen Schraubendreher. Also ich muss noch mal mich auch bei Victorinox Köln bedanken. Die haben einen super Service. Was ich da schon an Messer hingebracht habe, die waren total, also im Eimer, muss ich sagen. Ich hatte mal eins gefunden auf dem Feldweg. Das war total platt gefahren, die Griffschalen demoliert, aber gar nichts mehr dran. Hab's in Köln abgegeben. Nach 4 Wochen hatte ich ein neues Messer und das kostenlos. Also der Service von Victorinox ist einmal, ich kenne keinen vergleichbaren, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich schicke euch jetzt noch ein paar Bilder im Anschluss und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Zerri Survival.